Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen React. Wir reagieren auf den Trailer zu Villa der Liebe. Es ist soweit, Leute. Heute ist der 6. und am 9., sprich am Donnerstag, geht es los mit Villa der Liebe. Ich bin schon sehr gespannt drauf und ich freue mich jetzt auf den Trailer. Wir haben jetzt ja schon Sneak Previews gesehen, was wir erwarten können. Eifersucht. Flirten, nackt baden. Und jetzt kommt der Trailer. Der geht 2 Minuten und 2 Sekunden. Bin jetzt wirklich sehr gespannt. Wir gucken uns den jetzt erstmal so an und dann vielleicht ein zweites Mal. Die Villa der Liebe. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und 7 Single-Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Und das hier sind unsere Kandidatinnen. Tesla. Cordula. Marie. Ulrike. Nala. Scarlett, Fatima, Johanna. Wer von ihnen wird sein Herz erobern? Der Zeitpunkt ist gekommen. Das Finale steht an. Fatima, Alessio, Nachbar, das ist euch der Röcken, oder? Endlich. Let's do this. Hi, bitte. So, ich ziehe mich jetzt einmal aus. Welches Mädchen die erste Nacht hier verbringen wird? Könnt ihr nicht filmen, das ist Privatgelände. Mach mal die Kamera aus. Ich muss dir was sagen. Die Mädchen, sie wollen alle abreisen. Oh, Alessio, es tut mir so leid. Oh, weia. Können wir nicht was treffen, Fred Anton, du kleines Mitch? Herzlich willkommen. Hi, ich bin Alessio. Schön, dass du da bist. Was ist dir wichtiger? Gute Gespräche wie jetzt gerade oder guter Sex? Jeden Montag und Freitag um 16 Uhr. Die Villa der Liebe. Danke. Fett oder einfach nur schwanger? Okay. Okay, das ist mal direkt. Das ist ja köstlich. Also das ist wirklich Hammer. Also ein interessantes, wirklich sehr, sehr interessantes soziales Experiment mit interessanten Charakteren. Muss man schon zugeben. Natürlich, denke ich, erwartet uns dann doch sehr, sehr viel mehr. Also sehr, sehr viel mehr als schon das, was wir gesehen haben. Und schon das alleine ist der Hammer gewesen gerade. Also hier haben wir eine Sneak Preview gesehen mit eben Jonas und Selina. Und die beiden küssen sich da, womöglich. Also, mal gucken. Das ist schon. Also, ich freue mich schon sehr drauf. Also, gehen wir nochmal drauf ein. Wir haben verschiedene Charaktere. Sprich, wir haben, wie viele waren das jetzt? 6 oder 7 Mädchen, die halt eben um Alessios Hand anhalten. Und es ist halt, wie man das ja auch schon so gesehen hat, so ein bisschen wie eben der Bachelor. Und er so vollkommen gelassen, zieht sich dabei auch aus, geht nackt baden, flirtet, stellt direkte Fragen, so von wegen, was ist dir wichtiger, solche guten Gespräche wie hier jetzt oder guter Sex? Hammer. Also der Humor, wo man schon so lachen konnte, so wie jetzt auch hier gerade, ist schon mal total meins. Spannung ist da und Liebe und alles weitere werden wir dann noch erfahren, wenn wir mit der Serie anfangen. Sprich, also ich dachte jetzt am 9. Eigentlich bin ich ja nicht blöd im Rechnen. Der 9. ist ja jetzt Donnerstag. Also eigentlich müsste jetzt ja Donnerstag
dann ja die erste Folge kommen. Da aber jetzt eben zum Schluss gesagt wurde, jeden Montag und Freitag 16 Uhr. Revidiere ich das vielleicht? Natürlich weiß ich es jetzt aber nicht genau. So, lass uns doch nochmal so auf Sachen eingehen. Erstmal muss man zugeben, ist es hier wirklich schön. Wieso schön mit einer Drohne, muss man zugeben. Also das sieht schon traumhaft aus. Tolles Voice-Over. Ich weiß nicht, wer das spricht, muss ich zugeben. Aber die Stimme ist auf jeden Fall sehr prägnant und gefällt mir sehr gut. Die Villa der Liebe. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und sieben Single-Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Und das hier sind unsere Kandidatinnen. Lass uns mal gemeinsam, also ich werde mir jetzt erstmal alle nochmal ansehen, alle Mädels, und dann sag ich meine Theorie, mit wem er vielleicht am Ende zusammenkommt. Okay? Ich höre mir nochmal alle an. Tesla. Cordula. Cordula. Marie. Ulrike. Nala. Scarlett. Okay, ich sag jetzt schon Ulrike oder Scarlett. Also das ist bislang meine Theorie. Also Ulrike oder Scarlett, weil diese Marie, wir haben später die Szene gesehen, wie sie einmal geht und so den Stickefinger in die Kamera hält. Oder so schräg zur Kamera, so von wegen Ciao Mädels oder irgendwie so sagt sie. Ulrike oder Scarlett ist meine Theorie. Bislang, aber wie gesagt, was sich ist, kann ja noch werden. Von daher mal gucken. Fatima. Johanna. Oder Johanna. Aber wer von ihnen wird sein Herz erobern? Ich sag Ulrike oder Scarlett. Der Zeitpunkt ist gekommen. Das Finale steht an. Betty, Fatima! Alessio! Alessio! Nach Party ist es euch zu rocken, oder? Endlich! Ja, ja. Let's do this! Hi, Betty! Da wird ins Bett gestiegen. Sieht einmal aus? Und da zieht er sich einmal aus. Also, da werden schon Kleider zerschnitten als Konkurrenzkampf. Also, das sind so typisch Bitchfights, muss man zugeben. So von wegen hier. Du denkst, du in dem Sinne, du machst mich hier an. So, jetzt halte ich dir es aber heim. Ich sperre dich irgendwo ein. Ich zerschneide Sachen von dir. Gebt dir irgendwie schlechtes Essen oder so, verabreicht dir Abführmittel oder so. Das sind Mädels. Welches Mädchen die erste Nacht hier verbringen wird? Könnt ihr nicht filmen, das ist Privatgelände. Mach mal die Kamera aus. Ich muss dir was sagen. Ja, dann, ich muss dir was sagen. Kann man noch nicht so viel draus lesen, weil wir jetzt noch nicht die Charaktere kennen. Wie deren Geschichte ist. Die Mädchen, sie wollen alle abreisen. Ja, okay, die Mädchen, die wollen abreißen, aber ich meine trotzdem so insgesamt, wird sehr, sehr interessant, untereinander ist klar, wie die miteinander umgehen, aber wie auch so die Charaktere noch so an sich sind, was passiert zwischen dem Gärtner und Tesla. Alessio, es tut mir so leid, Oval. Können wir nicht das Treffenfahrt anfangen? Und das ist eine awesome Szene. Boah, wenn ich krass Klassenfahrt anschauen, dass die das damit reinbringen, finde ich cool. Das finde ich echt cool, das hat wieder was. Und dann so jetzt, du Snitch. Also, und ohne Witz, ich glaube, das würde Jennifer Saro genau so sagen. Das würde sie genau so sagen. Deswegen, ich glaube, die Rolle Johanna, glaube ich, war das jetzt, passt zu ihr. Das passt zu ihr. Du kleine Snitch. Herzlich willkommen. Hi, ich bin Alessio. Schön, dass du da bist. Was ist dir wichtiger? Gute Gespräche wie jetzt gerade oder guter Sex? Jeden Montag und Freitag um 16 Uhr. Die Villa der Liebe. Und jetzt diese Szene hier. Oh. Fett oder einfach nur schwanger? Okay, ich freue mich drauf, Leute, ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf Villa der Liebe. Von daher, das war meine Reaction auf den Trailer.
Und ja, in ein paar Tagen, also ich weiß jetzt nicht, ob dann jetzt wirklich jetzt Freitag oder dann jetzt Donnerstag, kommt dann die erste Folge. Ich glaube, den 9., den habe ich immer gelesen. Das wäre Donnerstag. Und dann vielleicht immer Montag und Freitag. Das weiß ich jetzt nicht. Oder es kommt Freitag eine Folge. Wenn jetzt Freitag eine Folge kommt, kann ich sagen, kommt die Reaction am Samstag. Weil ich dann am Freitag krass Klassenfahrt, die letzte Folge, und ich mir dann auch Zeit nehme, um vielleicht dann über das Ende zu sprechen. Deswegen, gut. Und dann eben Samstag die Folge. Das soll es jetzt ja aber gewesen sein. Von daher, lasst uns sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und schaut bei Villa der Liebe vorbei. Der Link ist unten in der Beschreibung. Dann kommt ihr zum Kanal. Und abonniert da auch gerne und schaut euch den Channel an und lasst dort auch eine Bewertung da. Gut, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns das nächste Mal zu einem Video und bis dann bleibt mir nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.